Take that! Yeah! Back off! Take this! Yeah! I see. That's why. Answers.
I can give you purpose. That is right, the new you. Look who's finally awake. Axel! Or maybe I have it wrong. Might be time to sleep. Soon we won't be able to talk like this anymore. Does that mean it's time for me to go back to where I belong? You know, I've been thinking about something Naminé said. Roxas, are you really sure that you don't have a heart? Is it possible that we all have one? You, me, her? Or is that just wishful thinking? I don't know. I can't just look inside. Yeah, I guess not. But I figure if there is something in there, inside us, then we'd feel it, wouldn't we? And if so... No, never mind. Come on, don't leave me hanging. Sora will find the answer we're looking for. I know he will, because he's me. True enough. Thanks. Man, I miss the old times. Still got it memorized? The day we met, and you got your new name, you and I sat right here, and watch the sunset. Yeah. This place is home. Me, Hainer, Pence, Olette, we've shared a lot of adventures. You'll see them again. I know you will. Yeah. You're right. Well, I should go. Sora's waiting for me. Yeah, I suppose he is. Man, this is some good ice cream, huh? Take care, okay? Right back at you, buddy. You make a good other. You make a good other. Are you okay? What just happened? Gorsh, I don't know. You just disappeared. Then me and Donald had to fight some nobodies. Oh. He said he defeated Riku. Who said that? That guy, in the black coat. But nobody can defeat Riku. Yeah, you're right. A black coat means Organization 13. He must have been trying to trick you. Yeah, that must be why we didn't see him. Huh? You must be tired, Sora. Come on. Let's just find a way to get into that castle.
Zweisamkeit. Große Angriffskraft und hohe Magiekraft. Scheint Ausnahme einen besonderen Effekt zu verfügen. Ein Effekt, dass wir heulen müssen. Alter, ich weiß gar nicht, wieso ich mehr heule. Deswegen, dass wir Roxas besiegen konnten oder weil wir Roxas besiegt haben. Alter, war das ein Krampf, wie lange ich das versucht habe, offscreen über eine Stunde. Ich dachte nicht, dass ich es zum Schluss jetzt noch schaffe, also der Part, wo ich jetzt aufgenommen habe. Ich dachte nicht, dass ich das hinkriege, weil, ja, es gab Momente, wo ich näher dran war, nämlich am Schluss noch platt gemacht hat. Roxas, ja, noch interessante Situationskommandos drauf, wo wir ihn zum anderen das Schluss, sein zweites Schlüsselschwert abnehmen können. Ja, das kommt nur teilweise, manchmal ist es echt fies, das zu triggern. Wie dem auch sei. Ey, ich habe noch ein Level gemacht, genau, offscreen, weil ich noch ein bisschen trainiert habe, auch die Weisenform und Limiterform noch ein bisschen. Übrigens, was auch noch schon mal erwähnt wurde, ich wieder vergessen hatte, wenn wir die jeweilige Form auf Level 3 haben, mindestens Level 3, haben wir die Fähigkeit, die spezielle Fähigkeit, die es in dieser Form gibt, haben wir sie auch in der normalen Solo-Form freigeschaltet. Deswegen habe ich ja auch Puzzleman wieder drauf. Unter anderem hier Ausweichrolle. Sprint wäre auch noch so ein Move, also das ist ein... Moment. Das ist nochmal Puzzlebaum und das wird der Sprint. So. Wenn ich das auch noch ein bisschen erwähnt habe. Puh, Alter. Ansonsten ist aber neu gemacht. Gar nicht so viel. Reflektor generell ist neuen Move habe ich drin, genau. Dafür Blitz rausgenommen. Was irgendwie angeboten hat. Und ja, wir haben Roxas besiegt. Alter Schwede, ich bin immer noch völlig fertig, ey. Ich meine, ich habe jetzt irgendwie Sonntagnacht um 1 Uhr. Dann gebe ich es noch länger, um knapp 2 Stunden an Roxas zu besiegen. Alter Schwede. Also ich verstehe wieder, warum ich auch noch als Kind mir dachte, nö, den Kampf mache ich nicht, der ist mir zu scheiße. Oh mein Gott, so. Okay, mehr Angriffskraft als 5 geht offenbar nicht, wa? Aber ganz mit Zweisamkeit, Licht und Dunkel, Alter, den musst du nehmen. Doch, stimmt, hier. Der Heldenform natürlich noch einen mehr. Ja gut, jetzt die Frage natürlich generell für Soa, noch irgendwie speziell Formen trainieren. Mein Limiterform noch natürlich etwas, weil ich kurz Level 4 bin. Weisenform noch ein bisschen dauern. Meisterform, ja, da ist sowieso so eine Kacke. Meisterform trainieren. Ja, machen wir sowieso auch noch. Ja, könnt eigentlich die Limiterform trainieren, oder? Nein, jetzt habe ich dann wieder Anti-Soa verwandelt. So scheiße. Das passiert. Krass wäre es, wenn es mal im Kampf passieren würde, spielt er am Kampf den Roxas, wobei. Ich glaube. Ja gut, mein Limiter-Move ist ja der einzige von diesen speziellen Dry-Formen, die du nur anwenden kannst, wenn du alleine bist. Ja. Natürlich kannst du immer einsetzen, ist klar. Aber die anderen Dry-Formen kannst du eigentlich nur einsetzen, wenn mehrere dabei sind. Aber Limit ist ein bisschen anders, wa? Der geht ja auch, wenn du alleine bist. So, wir sind halt wieder alle vereint. Sehr schön, wir haben uns alle lieb. So, get together. Oh Mann, ey. Der Kampf, ey, der Kampf. Ich bin froh, dass ich den Purzelbaum habe. Wenn wir endlich so wie früher spielen. Weil der Purzelbaum und springt, also ist es nicht unbedingt so eine gute Idee. Einmal kurz antippen wäre eigentlich Purzelbaum. Und länger wäre der springt, weiß auch nicht, was besser ist. Ich habe es mal auf Purzelbaum belassen, weil ich das Gefühl hatte, es wäre da besser, von seinen scheiß Magiekugeln auszuweichen. Wie viele sind es eigentlich hier? Ich kann mal weiterkommen. Das Hürden hört nicht mehr auf. Ja, da kommen endlos welche. Frage ist, hat sie oben noch etwas? Das sieht eigentlich so aus. Nö. So. Hirnschwung aber leider noch nicht. Dafür müsste ich halt noch die Formen ein bisschen mehr leveln. Genau, sie gleiten, aber gleiten kommt sowieso erst später. Auch wenn ich Meisterformen leveln würde, hätte ich damit auch gleiten nicht. Leider.
So, weiter geht's. Ich hab keinen Bock mehr drauf, ganz ehrlich. Dead end? There's gotta be a path somewhere. What are you going to do with us? You're the fire that feeds Sora's anger. No. Sora's in danger because of me. This way. Believe in yourself. Come on, hurry! Kairi, we're almost there. Namen gibt's ja auch noch, schön. Aber mal Muki laden, hab ich lange nicht mehr. Oh mein Gott, ey, ich bin immer völlig fertig mit den Nerven. Einerseits will ich eigentlich wissen, wie es jetzt weitergeht, aber ich habe Angst vor den nächsten Bosskämpfen. Vor allem wegen Samnus noch, der kommt garantiert auch noch. Und, aber ja, Roxas soll einer der schwersten im ganzen Spiel sein, also bin ich insofern schon mal froh, dass wir das schon mal geschafft haben. Stab der weißen Ritterwappen. Schön, schön. Item herstellen ganz kurz. Gucken, was Neues habe. Offenbar einiges. Mogri, übernehmen Sie. Kreaturen. Magus Ohrring ist Item Rang B. Ich hätte gerne mal ein höheres Item. Vom Rang her. Einer B oder C. Wieder mal irgendwie A. Eissam. Sowas in der Art. Materiallisten, okay, Sammelziele. Und doch schon einige. Was im Laden verkaufen. Ah, so. Okay. Ja gut, für nur 100 Taler ist eigentlich nicht so viel. So, haben wir irgendwas zu verkaufen, wenn wir schon dabei sind. Das ist nichts, was irgendwie viel wert wäre. Kaufen. Ja, ich würde sicher erst einmal gerne noch Goofy sowas geben. Und dann mal zu gucken, was damit noch machen kann. So, irgendwas. Ein Punkt mehr habe ich noch. Die Frage, was ist das so? Weil die Kombi ja schlechter wäre. Ich glaube, ich nehme wieder Ausweichrolle weg, weil Sprint ist mir irgendwie lieber. Ne? Obwohl, was ist mir eigentlich lieber? Er versucht mit Sprint statt Ausweichrolle. Ich weiß, ob das eine gute Idee ist, aber wir sehen es dann. Dafür Combo Master rein. Ja, Drive Converter ist ein anderes Ding, aber irgendwie bisher kam nie viel damit dabei heraus mit Drive Converter. Ist irgendwie ein bisschen doof. So, Donald hat was Neues. Hat leider aber nur einen Punkt. Bisschen wenig. Vitamin. Ja, wir haben da noch ein paar. Stimmt, stimmt. So, dann wir sind noch ein bisschen zu boosten. Boosto.
Aber für andere Kämpfe, wie unter anderem gegen Sephiroth. Wobei, ich glaube, wenn ich Roxas besiege, kann ich auch Sephiroth besiegen. Nein, so hätte ich es aber auch gerne, ey. Das ist mal eine. Das auch nicht schlecht war, wenn ich so irgendwie sage, jo, wenn ich Roxas besiegen kann, kann ich auch Sephiroth besiegen. Denkt man sich so, fett. Der mächtige Sephiroth, aber ja. So, Ritterwappen. Da haben wir momentan nichts mehr. Ich kann dann da mal ganz kurz ein Besen des Herrn mitnehmen, das in einen Zauberstab geben. Damit ich gleich mal beide Dinger. Moment. Gleich mal beide Dinger verkaufen kann. Erstmal noch nicht ganz kurz, hat er drei neue Punkte. Was gebe ich ihm? Autoheilung. Eine Option. Glücksboost. Charmeur, Kugelboost. Ja, wird irgendwas davon sein, wa? Nicht für Glücksboost, ich weiß nicht warum. Genau, ein bisschen Kohle fehlt mir noch, aber jetzt können wir ja noch den hier verkaufen. Kann ich Goofys Waffen nicht verkaufen? Der Ritterschild ist logisch, aber warum kann ich den Ogerschild nicht verkaufen? Hä? Ist man gerade verarschen? Hä, der ist drin. Moment, der ist in der Truhe. Ogerschild. Hey, ich kann den Ogerschild nicht verkaufen, was ist das für eine Scheiße? Okay. Muss ich nicht wirklich verstehen, wa? Problem ist. Also liegt jetzt nicht so viele. Aha! Dann hätte ich so insgesamt nachher so viele. Nee. Dann müssen wir Donald dann noch ein bisschen drauf. Wobei, warte mal. Jetzt hat aber Donalds Waffe schon verkauft. Was ist denn das für ein Scheiß? Donalds Waffe kann er verkaufen, aber Goofy ist nicht. Moment. Hä, jetzt kann er den verkaufen für 1000? Dingern zurückgehe. Ist immer noch nur Ritterwappen. Hä? Okay, verstehe. Ja, verarscht mich einfach alles. Das ist einfach eine Scheiße. So, aber das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Kann nur erzählen, was ihr wollt. Warum kann ich den scheiß Ogerschild nicht verkaufen? Ja, sorry, Donald. Das ist ein Bug vom Spiel. Sorry. Kannst du damals erklären? Es muss ein Bug vom Spiel sein. Da gibt es gar keine andere Erklärung dafür. Ja gut, ich meine, ich könnte... Oh, 47, hey. Level 47. Ja, Moment. Kurz zurück zur Weltenkarte. Ja, nochmal reingehen. Mal kurz gucken. Ich bezweifle zwar, dass irgendwas geändert hat. Nee, natürlich nicht. Okay, das Spiel verarscht mich gerade. Sorry, Donald, ist leider für dich gerade scheiße. Müssen wir halt leider durch. Immer schön wachsam. Ja, ja, du sagst es. Leg mich am Arsch, ey. Ja gut. Freunde, trotz allem, danke fürs Zusehen. Bis soweit. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Part jetzt dauert, ob er wieder über 20 Minuten ist, ob er darunter ist. Wie gesagt, ich habe jetzt der Kampf gegen Roxas mal aufgenommen. Hauptsache er ist drauf, das ist eigentlich für mich sogar die Hauptsache. Und jo, nächsten Part dann. Gehen wir da rein und gucken mal, was so passiert mit Organisation 13, mit Kairi, mit Riku, auch immer der ist. Mit Namen, die plötzlich aufgetaucht ist.
diesem Kackschloss. Ich frage mich sowieso, wo das irgendwie herkommt. Naja, auf alle Fälle, wir sind auf das Ziel geraten. Endlich mal. Bis dahin. Bye, bye.